Es geht wieder um Frankies G-Klasse. Es ist endlich soweit, die G-Klasse ist fertig. Einen wunderschönen guten Morgen. Es geht wieder um Frankies G-Klasse. Ich habe ja gesagt, ich halte euch da auf dem Laufenden. Und als nächster Schritt steht jetzt die Folierung an, weil wir als Folierer können den ja nicht in schwarz lassen. Obwohl der selbst in schwarz schon richtig gut kommt. Der kriegt natürlich ein anderes Design. Soll ich es jetzt schon verraten oder nicht? Oder ein bisschen warten wir diesmal noch. Also er ist jetzt auf jeden Fall schon komplett sauber gemacht. Frank hat gefühlt das ganze Wochenende damit verbracht, das Ding von innen und außen zu wienern. Sieht jetzt besser aus, wie als er aus dem Werk kommt. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Auto und gucken mal so ein bisschen. So, da ist der alte Panzer. Hier haben wir gerade noch einen GT3 RS. Der bekommt eine transparente Lackschutzfolie. Da ist schon was drauf, da noch nicht. Also man sieht da absolut gar nichts von. Aber das ist ja der Bomber, worum es heute drin geht. Als erstes müssen wir jetzt erstmal hier die Streifen abmachen. Das ist zwar ziemlich schade, weil das bei dem Sondermodell Edition 463 extra von Werk so drauf ist. Und ja, Frankie ist hier schon fleißig am Knibbeln. Ja, schon so ein bisschen traurig, ne? Aber was willst du machen? Ja, scheint aber ganz gut runter zu gehen. Da hat Mercedes wohl nicht an der Folie gespart. So, die gute Agnes ist auch schon fleißig dabei hier. Soll noch was erzählen, Agnes? Nein. Ja, wie gesagt, also ein bisschen traurig ist das natürlich schon, dass die Streifen da jetzt runter mussten. Aber was willst du machen? Das Gute ist ja an Folie, man kann wirklich alles runter machen, alles neu machen. Also wenn sich das Design irgendwann mal wieder ändert, packen wir die Streifen wieder drauf und haben wieder alles im Originalzustand. Aber im Moment passt es nicht, deswegen kommt es erstmal runter und es wird auf jeden Fall nicht schlechter. Das wird eine ganze Ecke geiler. So ein paar Kleinigkeiten müssen natürlich ausgebaut werden, wie die Blinker hier. Und die sind echt so richtig rustikal, einfach mit zwei Schrauben hier festgemacht. Eine ist jetzt hier schon fast runter, das ist die Kappe. So nochmal zwei Schrauben. Also bei den meisten Autos ist das ja mittlerweile echt alles richtig schön versteckt, aber da juckt das keinen. Dann würde ich sagen, ich schnall mir jetzt die Cam auf den Kopf und dann nehme ich euch mal live mit in die Folierung. So, die Cam sitzt und ich fühle mich so ein bisschen wie bei GTA. Also mal eine ganz andere Perspektive. Und das ist jetzt der nächste Fleck, der gemacht wird. Hier sieht man das Ganze schon. Wir haben das schon schön mit dem Knifeless Tape abgeklebt. Das Knifeless Tape, da komme ich jetzt zu. Das ist das hier. Und da schneidet später die Folie durch, weil wenn man sich das mal ganz genau anschaut, ist hier ein dünner Faden drin. Und das können wir jetzt einfach so auf den Lack kleben. Und damit kann man auch jede beliebige Form annehmen. Zum Schluss wird es einfach abgerissen. Dann kommt die Folie da drüber, dann ziehen wir den Faden hier raus und das ist er. Der schneidet dann die Folie durch. Dann hat man natürlich noch dieses grüne Zeug hier. Das zieht man unter der Folie drunter weg und zack, hat man ein Top-Ergebnis, ein super Camouflage-Fleck und wir müssen nicht mit dem Messer auf dem Lack schneiden, also das heißt, dem Lack passiert gar nichts. Also das ist echt eine optimale Lösung. Ja, und dann machen wir das auch mal direkt. Hier haben wir schon die Folie. Das sieht gut aus. So, hier sieht man es jetzt schon, durch die Folie drückt sich das hier ein bisschen durch, also man sieht hier schon die Umrisse. So, hier haben wir natürlich so eine Leiste drin, die müssen wir schön ausschneiden. Dafür gucke ich mal einmal hier, wo die genau sitzt. Die haben wir uns übrigens vorher schon schön mit Tesa nochmal abgeklebt, damit die Folie nicht so stark daran klebt. Können wir schon mal abschneiden. Das ist das Ganze schon mal ein bisschen handlicher hier.
Das schneiden wir mir hier direkt ein. Dann ist das Ganze nämlich ein bisschen spannungsfreier. Man kann die Folie auch, wie man hier sieht, wirklich öfter abziehen, dran kleben. Also da ist ein super Kleber. Das heißt, man kann die immer repositionieren. Geht natürlich nur mit hochwertigen Folien, aber am Material sollte man da ja auf keinen Fall sparen. So, die Folie sitzt schon mal soweit. Jetzt gehe ich hier noch einmal mit Wärme drüber, weil umso mehr die Folie an dem Knifeless Tape sitzt, desto sauberer schneidet der Faden natürlich die Folie durch. Und jetzt schneidet er hier schön die Folie durch. So, den Rest ziehen wir einfach runter. Der Faden kommt auch wieder mit raus, also das grüne Zeugs hier. Jetzt geht man dann noch einmal mit Wärme drüber. Drückt das Ganze schön an und man hat echt einen super Schnitt. Ja, das machen wir jetzt hiermit noch und mit dem Rest auf der anderen Seite und ja, dann kann es weitergehen. So, jetzt haben wir hier noch die Leiste, die muss natürlich ausgeschnitten werden. Dabei ist es wichtig, dass man sauber bis an die Kante rangeht. Und hier müssen wir jetzt allerdings mit dem Messer schneiden, aber das ist auch kein Thema. Ich mache das ja schließlich nicht zum ersten Mal. Was auch immer ganz wichtig ist, die Folie ist jetzt noch vom Föhn relativ warm. Die muss erstmal ein bisschen abkühlen, bevor ich die jetzt schneiden kann, weil sonst ist die zu wabbelig und dann wird der Schnitt nicht schön gerade. So, jetzt gehe ich hier mit dem Messer hinter. Guck, hier ist es schon relativ wabbelig, aber da kommen wir so durch, das ist kein Thema. So. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, es ist endlich soweit. Die G-Klasse ist fertig und ich kann euch sagen, die ist sowas von krank geworden. Boah, ich gucke sie mir gerade an hier durchs Fenster und das ist einfach nur unnormal. Ich zeig's euch mal gerade. So, da ist er. Da ist er. Ja, aber gucken wir uns den erstmal an hier. Ja? Also erstmal, das Ding wirkt mit der Folie so viel breiter. Und irgendwie wirkt er auch ein bisschen aktueller. Uns haben echt schon verdammt viele Kunden darauf angesprochen, ob das Facelift-Modell ist. Aber es ist eben nicht das Facelift-Modell, das ist der von 2018. Und ja, jetzt spanne ich euch aber auch nicht länger auf die Folter und zeige euch mal, was wir überhaupt gemacht haben. Ja, also der Wagen ist von der Grundfarbe her schwarz geblieben und wir haben ja dann mit vier verschiedenen Farben gearbeitet. Das heißt, wir haben hier einmal so ein Schwarzgold, was echt richtig geil schimmert, je nachdem wie die Sonne kommt. Dann haben wir hier ein Frozen Grey, ein bisschen was helleres. Klassisches NATO-Grün, das ist einfach dieses ja, Camouflage-mäßige, dieses Böse hat. Und Schwarz-Matt passt natürlich auch perfekt dazu. Ja, dann haben wir natürlich noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Die Chromleisten hier, die haben wir schwarz gemacht. Den Stern haben wir schwarz gemacht. Hier vorne die kleinen Dinger in schwarz, sodass der von vorne einfach richtig brutal und böse wirkt. Hier unten das Ding, da muss Mercedes immer noch mal ran. Das kriegen sie irgendwie nicht hin. Ja, das ist nämlich noch ein bisschen krumm. Da hatten sie uns versprochen, das noch gerade zu biegen. Wenn ihr das hier seht, da müsst ihr noch mal ran hier. Dann wird das aber auch noch schwarz gepulvert und dann ist die ganze Front von vorne richtig böse. Puh. Dann geht es weiter mit einem Scheibenkeil, dass das Ding einfach noch mal ein bisschen flacher wirkt, noch mal ein bisschen sportlicher, noch mal ein bisschen böser. Ja, wenn man sich jetzt mal die Flecken anguckt, also da steckt schon wirklich viel Mühe und Arbeit drin. Also die laufen wirklich alle schön ineinander. Das ist einfach vom Gesamtpaket her richtig schön stimmig. Und man sieht wirklich, ob man das mit Liebe macht oder ob man das einfach nur draufwurstet. Und Camouflage ist nicht einfach Reste verwerten, sondern das hat echt viel mit Design zu tun. Und ja, das ist ja einfach echt perfekt geworden. Und wir haben uns hier noch ein kleines Air Design Special mit einfallen lassen. Und zwar haben wir hier ganz viele kleine Air Design Logos schön schräg angeordnet, was es am Dach nochmal so ein bisschen abrundet. Ja, da haben wir uns bei so gewissen Klamotten und Handtaschen minimal inspirieren lassen. Aber ich finde es echt mega geil. Und wenn man genau hinschaut, haben wir das Camouflage hier oben auch wieder mit einfließen lassen. Also es geht hier wirklich so hoch und runter, dass es auch perfekt zu unten passt.
und optimal kombiniert ist. Also das sind wirklich alles einzelne AirDesign-Logos. Ja, und jetzt denkt man sich natürlich, wenn man die irgendwann mal wieder runterziehen muss, ist man am Arsch. Da braucht man auf jeden Fall einen Praktikanten, der da erstmal den ganzen Tag schon am Knibbeln ist. Aber da haben wir auch ein bisschen mitgedacht, dass man das später einfach ganz easy wieder runterziehen kann. Wir haben das vorher auf einer schwarzen Folie geklebt. Das heißt, wir müssen hier nur einmal ziehen und können dann in einem Stück das ganze Ding runterziehen. Das finde ich auch wichtig, dass man da ein bisschen mitdenkt, dass man alles auch wirklich schnell wieder rückgängig machen kann, weil das ist ja im Endeffekt auch wirklich das Geile an Folie. Dass man immer wieder ein anderes Design draufpacken kann und ich finde es einfach nur sowas von krank, wie das Auto aussieht mit der Kombination von den Felgen und der Auspuff, den müssen wir uns gleich auch noch anhören. Puh, das ist eine Capristo-Anlage, da gab es aber auch schon ein getrenntes Video zu. Und das ist wie vom anderen Stern das Ding, ey, das ist echt unnormal. Also ist auf jeden Fall mega gut angekommen. Mir gefällt da sowas von gut, dass ich meinen GTR in dem gleichen Design machen werde. Also von den Farben her nehme ich exakt die gleichen. Vom Design her, die Flecken, die muss man natürlich aufs Auto individuell anpassen, dass es auch wirklich schön stimmig zum Auto ist. Und das hat mich echt so gepackt, dass das auf meinen auch drauf ist. Wir haben ja auch auf kleine Details geachtet. Die AMG-Schilder haben wir zum Beispiel noch mal ein bisschen abgedunkelt, dass das ein bisschen dezenter ist, ein bisschen dunkler, ein bisschen böser. Auf der Haube hier natürlich noch ein schönes AirDesign-Logo. Ja, und was eben richtig geil kommt, ist dieser Kontrast zwischen Glanz und Matt. Das macht es richtig schön wertig, aber trotzdem noch böse. Also, ja, kann man auf jeden Fall machen. Sieht geil aus. Ja, das war's jetzt erstmal von mir. Ich muss jetzt noch ein bisschen was tun. Es geht jetzt mit meinem eigenen Auto weiter. Und dafür wird jetzt auch am Wochenende erstmal auch nicht durchgeknechtet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!